Und jetzt startet der Hype-Train. Hype. Yes, it's your... Ja, willkommen zu einer der letzten Folgen Mirror's Edge Catalyst. Und wir sind alle gespannt drauf, wie es ändert. Auf jeden Fall, also wir nehmen es an. Die Schar, diesen wunderhübschen höchsten Turm hochklettern. Siehst du, da ist der Hype-Train. Train. Ich fühl direkt. Kann ich nicht einfach liegen bleiben? Muss der jetzt rüber? Nee. Nein. Ich muss einfach jetzt nur gönnen. Der Train fährt direkt Richtung Hype. Kann sich ein bisschen bewegen. Ja, so minimal links, rechts, so das, was jetzt hier so ist. Okay. Aber mehr auch nicht. Entspannt. Nein, bleib unten, Nutte. Ding, ding. Dieses Geräusch ist so geil, hä? Boah, die Tastatur ist so sweaty, hä? Ja, das ist auch richtig eklig gerade. Lol, wie viel da los ist. Sie können dich sehen, Faith. Was Plastic damit sagen will, ist, dass es ihr gelungen ist, auf einige Nachrichtendrohnen zuzugreifen. So können wir dich bis ganz nach oben begleiten. Und ich kann sie nutzen, um einige Funktionen des Gebäudes zu hacken. Auf die Jo. Können wir uns nicht einfach so eine Drohne schnappen? Die Leute evakuieren. Nur einige wenige. Sie glauben offenbar immer noch, dass sich die Schäden beheben lassen. Bleib in Bewegung, Faith. Aber pass auf die beschädigten Bereiche auf. Das Glas dort ist möglicherweise zu brüchig, um dein Gewicht zu tragen. Warum wird mir der Weg denn so gezeigt, dass ich da unbedingt runterfallen soll? Wollt ihr mich flachsen? Oder ja gar nicht. Ja, eben war es voll bei diesem einen Ding und so. Es geht aufwärts. Ja, mach ihn her. Also wenn es die ganze Zeit so schnell gehen würde, würde ich es ja gut finden. Geil, wir müssen gleich auf den nächsten Jump, ne? Ja. Sie würden auf alles und jeden schießen. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf jeden Fall. Du musst einen Walljump machen. Ja, ganz ehrlich, Morris, das hättest du auch wissen können. Natürlich. Die 2 Meter, die kriegen wir so nicht hin. Dabei jumpen wir sonst immer nur so 20 Meter oder so. Na bitte, es geht aufwärts. Auf geht's! Gattax! Krabbel. Krosse Krabbel. Okay, Walljump. Wenn ich oben bin. Der Kontrollraum ist auf jeden Fall durch ein Sicherheitssystem geschützt. Was genau dich dort erwartet, konnten wir allerdings nicht herausfinden. Du solltest also mit dem Schlimmsten rechnen. Ich könnte das auch erleben. Ich dachte, ich schaue mal auf der Party vorbei. Freut mich übrigens, dass du so gut vorankommst. Ich kann es kaum erwarten, Reflection endlich aus meinem Körper zu kriegen. So funktioniert das nicht, Icarus. Das hört sich ganz schön schäbig hier an. Hier oben ist es ganz schön kalt. Das liegt an der veränderten Luftdichte. Ich habe mich informiert. Der Sauerstoffgehalt wird ebenfalls sinken, aber das ist erst ab etwa 1500 Metern ein ernsthaftes Problem und so hoch kommst du nicht. Faith, in dem Bereich, wo du jetzt zahlreiche Interferenzen. Boah, du musst mir gleich mal berichten, weil ich höre nur mit einem Kopfhörer. Ja, die sagen nur, dass die Kommunikation wahrscheinlich abbrechen wird. Ist das nicht fertig, Connor? Nein. Ich bin Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger? Heißt der nicht so? Wer hat das gebracht? Jay, ne? Ja. Du musst da durch. Boah, Alter, ich sehe nichts. Das ist alles... Boah, kann ich hier sterben? Soll ich mal ausprobieren? Nein. Muss ich dranhängen? Ach du Scheiße. Ist ja geil. Und go! Ist das geil. Das ist der Hammer! Ja! Jo, warum nicht? Na ja, jeden Tag, ne? Ja, normal, Standard. Da ist ein Vitor. Ich bin jetzt oben. Kurosaki, du kannst mal auf die Knie von mir, Bitch. Wie heiß ich? Faith. Ich bin Dumbledore. Du bist Fresh D. Ja, Mann. Ja, wahrscheinlich. Alter, war das krank. What the fuck? Durch den Hintersten natürlich. Beeil dich. Spann dich. Was will diese komische Drohne von mir? Das sind die Nachrichtendrohnen, mit denen gucken die uns zu. Ah, so.
meine Drohne verlor. Irgendein herabfallendes Trümmerteil muss sie erwischt haben. Dieser Bereich ist instabil, Faith. Gut, das heißt, du darfst gleich herabfallenden Trümmerteilen ausweichen. Viel Spaß! Ja, du musst ja schon weiter, du musst halt die Rohre hochklettern, ne? Die da. Ah, ja, hab ich schon gesehen. Ja. Muss immer rechtzeitig schnell genug springen, glaube ich. Ja, da drüben. Wenn ich überhaupt weiß, wohin. Und dann. Ja. Und daneben. Oder auch abwarten. Ich warte noch mal kurz ein Stück. Und dafür. Und darauf. Nee, und da drüben. Danke dafür, für die Calls. Darüber. Und darüber. Und darüber. Echt? Wo? Und darüber. Und darüber. Und darüber! Und deinen Öffnungsschacht. Und du bist drin. Okay, nice. Meint sie nicht gerade, ihre Drohne ist kaputt gegangen? Ja, das sind ganz viele. Das sind alles Nachrichtendrohnen. Ich hab so eine Art Atrium erreicht. Prima. Auf der anderen Seite ist ein Aufzug. Auf der anderen Seite? Mensch. Ja, da kommst du, glaube ich, nicht längst. Ach so. Das ist Sex. Das ist purer Sex. Ja, so nicht. Guck, jetzt haben wir da unten wieder zwei stehen, by the way. Ja, gut. Ich habe noch nie zuvor derart viele Bäume gesehen. Hier ist es wunderschön. Derartig viele. Mhm. Und da sind sie weg. Das machen wir aber ganz easy, ganz alleine. Jetzt ganz, ganz wenig Kruger-Sektor, ne? Mal gucken, ob am Ende so auf dem Dach ein Endkampf kommt oder so. Maybe, oh, ich meine, scheiße. Die wissen ja, dass wir hier sind. Ja, aber das ist voll nervig mit dem ganzen Jump und sowas. Jumps im Endeffekt nur im Kreis. Das war ganz schön knapp. Und wieder auf die andere Seite. Nee, hinter dir. Da wo du hergekommen bist. Da. Ah. Links. Links. Und rechts. Noch nicht. Links, rechts. Ja. Sah ganz schön knapp aus. Ja, allerdings. Das wird auch ein bisschen weiter. Kein Problem hier. Oh. Boah, Alter, ich fühle mich wie so ein Game ohne Texturen hier. Oh. So ein bisschen, ne? Ach du Scheiße, was muss ich hier? Oh, ne, ne. Sind wir unterwegs. Oh, sieht das gerade augenkrebsig aus mit dem ganzen Weiß. Das ist einfach hell, ne? Ja. Ja, Männchen, bin ich. Nein, bin ich nicht. Also halten wir es kurz. Keine Namen oder Standorte. Das wird drin. Bin ich. Sie hegen keinerlei Verdacht und haben keine Ahnung, wer ich bin. Gut. Sorg dafür, dass es so bleibt. Lass dir Zeit. Wir reden da. Ich hab gerade eben was aufgehört. Ach so. Jo, wahrscheinlich, oder? Jo. Man muss das nicht durchhalten, ist mir gerade per Zufall aufgefallen. Das ist gut so. Du bist doch keiner gestorben hier jetzt, ne? Nee. Das ist echt nicht so schwer. Bis jetzt. Jetzt hab ich's gesagt, verdammt. Durch die Glasscheibe. Und durch die nächsten. Oh, da war gar keine mehr. Sah voll so aus. Ja. Bei Walljumps fällt man oft, finde ich. Ja. Aber nicht bei geraden, nur bei welchen um die Ecke.
Da wäre ich fast runtergejumpt. Alter, wie hoch das scheiß Teil ist, ne? Ja, und vor allem, guck mal, wir sind erst hier. Ja, ja. Ja, so. Bisschen muss ich noch. Ich würde sagen, die Bomben haben ganz schön gut Damage gemacht, ne? Ja. Kann man so sagen. Du. Boah, war das gerade AIDS? Ja, du bewegst dich aber gerade wie AIDS. Ja, ich bin komplett überfordert, ja, weil alles immer nur weiß oben, ist, ey. Vor allem, weil du immer nur nach oben guckst, sieht das halt noch mehr aus wie AIDS. Oh mein Gott, mir wird schlecht. Auch geil, dass unser Stahlseil quasi durch alle Metallstreben immer durchgeht, weißt du? Autsch. Ich schaff das first try. Leute, wir können sie wieder heilen, oder? Ja. Oh, shit. Warum ist hier denn alles aus Glas, Mann? Ich meine, okay, sieht geil aus, aber... Da hättest du jumpen müssen. Du bist tot! Doch nicht first try. ja. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Du musst immer nur rechtzeitig jumpen. Sobald du diese Cracks auf der Scheibe siehst, musst du sprengen. Warte mal einfach auf der heilen Scheibe. Die Stelle ist schon ziemlich eklig. Bisschen. Okay, das ist glaube ich auch einfach nur relativ viel. Hä? Was musst du denn machen? What the fuck? Lauf einfach mal direkt an der Wall längs. Du stehst ja da auf dieser einen Scheibe und dann läufst du einfach mal an der Wand längs. Ich treue es. So funktioniert's. Das ist zwar ein bisschen cheaten, aber das ist ja egal. Wo? Ja. Digga, ist klar, Mann. Natürlich. Boah. Warum denn nicht? Alter, das ist jetzt nicht gut. Oh Scheiße, mein Mann. Gott, durch dieses Gewackle. Boah, nee. Bitte nicht nochmal. Ohne Spaß, hier runterzufallen bringt doch schon fast mehr Spaß. Du kannst mir doch jetzt nicht sagen. Doch, du musst doch nur darüber schwenken. Ist doch nicht so schwierig. Ich will mal kurz anmerken, weißt du, so einen Jump schaffen wir. Aber irgend so einen anderen Scheiß, da sterben wir instant. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Auf dem Stahlseil, geradeaus nach vorne. Genau. Oh. Viel Spaß. Da ist ein Stahlseil. Hey Leute! Wow. Hier ist ein riesiges Loch in der Wand! Nope, not today, bitch! Alter, der Schwung! Boah! Oh, das tut weh. Da war gerade noch so ein Bump. Ja. Es ist jetzt nicht mehr Wildface. Plastik versucht, die Aufzugtüren für dich zu öffnen. Aber such trotzdem noch einen anderen Weg, nur falls sie es nicht schafft. Natürlich schafft es. Soll ich mir das holen? Ja. Verborgene Tasche, 1 von 2. Okay. In der Schau. Ich hätte an sich schwören können, dass wir da jetzt runterrutschen. Also sie versucht dir auch die Türen zu öffnen. Also ich muss. Aber du sollst dir auch einen anderen Weg suchen. Du musst weg. Du musst weg. Du musst in den Fahrstuhl. Drück F. Halten. Weg, mach weg. Du musst weg. Wow! Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Super! Cool, you will get...
Hä? Ja, du fällst einfach durch eine durch? Ja, war es noch nicht hoch genug, aber das war jetzt trotzdem richtig scheiße, Alter. Das stimmt. Kratz nicht mit dem Kabel. Ja, das Kabel juckt da die ganze Zeit so rum. Ja, dann mach doch Unterarm. Nee, das ist eklig. Das fühlt sich eklig an. Aber ich glaube, die hätte man auch alle irgendwie bashen können. Ich glaube, das wäre nur extrem kritisch geworden. Es geht, also am Anfang hast du ja noch gar keinen Schaden bekommen. Ja. Mal gucken, es war einen habe ich ja noch geohnt, dann hätte ich noch einen ohnen können. Locker, mit dem Stördingens. Das waren ja halt nur die Pistolendinger, ne? Nee. Nee? Waren auch welche mit Händen dabei? Ich glaube schon. Aber nicht viele, zwei Stück vielleicht. Ich habe außerdem noch eine weitere Sache für dich. Wenn Reflection zerstört, überlasse ich dir die Zahlen. Eigentlich wollte ich dir deine Schuld der ist schon gerade eine Bahnhof bei ihm. Ein Gegenstand in meinem Besitz, auf den Faith schon seit geraumer Zeit ein Auge geworfen hat. Ich überlasse dir davon zu erzählen. Es gibt immer noch keine Anzeichen für eine vollständige Evakuierung. Was ist mit Kruger? Schwer zu sagen, wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt im Gebäude ist. Es könnte sein, dass er es sicherheitshalber verlassen hat. Ich hab die wahrscheinlich kommt er da gleich an. Ja. Was ist echt? Was gemacht? Du bist die bessere Ryder im Feld. Ich bin da. Und hier ist tatsächlich eine Konsole. Sehr gut. Verbinde jetzt das Omnistat-Laufwerk damit. Den Rest erledigt dann der Virus. Und stell dich schon mal darauf ein, dass... Das ist die Kürze von einer Wache nur so mit. Zwei Sentinels, entspannt. Was hoffst du hier zu erreichen? Ich gebe den Leuten das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ach, Faith, ist dir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute Reflection wollen? Ja, weil sie die hässliche Wahrheit nicht kennen, nur ihre Lügen. Oh ja, die Wahrheit ist immer hässlich, wie du sehr wohl weißt. Es ist die Arbeit deiner Mutter, gegen die du hier ankämpfst. Das hier wollte sie nie. Sie haben alles pervertiert, woran sie geglaubt hat. Woher weißt du, was sie wollte? Du warst ein Kind. Du bist noch immer ein Kind, das mutwillig alles um sich herum kaputt macht. Ich habe deiner Schwester versprochen, dich am Leben zu lassen. Gib auf und dir wird nichts passieren. Niemals. Soll ich kämpfen? Nö, das kriege ich jetzt easy hin, die können nichts. In zwei Minuten ist deine Zeit aber eh rum. Also wenn du einmal sterben solltest. Du kannst auch F drücken, ne? Du bist gleich da. Boah, Alter! Am besten Walljumpen. Aber das Problem ist, die laufen die halt die ganze Zeit hinterher wie so behinderte Affen, ne? Yo. Der eine ist halt fast down, du bist gleich down mit dem nächsten Kick. Das war jetzt gleich. Spannend. BAM! Motherfucker, wo ist er? Jetzt kill ich ihn, Mann. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Fick sein Leben. Du Miststück. Ich hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Du musst jetzt abbrechen. Ihre Kontrolle nein. Endet. Doch, bei Reflection wenn du einmal stirbst, geht es nicht um Kontrolle. Ja. Es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterbt. Oder wir sind ganz einfach bedeutend besser als er. Ich meine, er ist nur ein alter Sack mit ja. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwester. Lachs. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Zerstörst du es? Ach ja? Tue ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Du hast Noah getötet. Hat er da vorne Zacken der Schlagstock? Hm? Hat er auf der einen Seite Zacken der Schlagstock? Nein. Worauf wartest du noch? Stopp das Ding! Cat!
Severus jetzt drin? Ja, ja, ist zu Ende. Deshalb hat sie sich hier schnell umentschieden. Bleib stehen! Cat! Oder so mäßig. Cat! Rede mit mir! Alter. Das ist gerade Cat, aber ich sehe sie nicht. Ja, da in die Richtung ist Cat. Nevermind, warum geht man nicht? Nevermind, warum? Ah, alles klar! Egal, sei froh. Jetzt sind wir wieder bei den Wachen. Verdammt, eigentlich. Ist sie gesprungen? Cat! Achso, ja, wahrscheinlich, weil sie jetzt sonst wirklich sterben muss. Wenn du jetzt kämpfen musst, dann ist das mein Kampf. Ja, ich glaube, das ist zwischen den Kampf. Ist aber ziemlich geil. Dein Name ist Caitlin Connors. Du bist die Tochter von Eric und Morten. Und meine Schwester. Ich habe keine Schwester. Du hast mich verlassen. Cat! Er sagte, du wärst gestorben. Wie Mom und Dad. Ich habe nur noch geweint. Dann redete ich mir ein, du hättest nie existiert. Es war der einzige Weg. Er hat unsere Eltern getötet. Ich hab's gesehen. Genau wie hunderte andere, nur für Reflection. Isabel! Komm, wir gehen! Du musst nicht tun, was er sagt, Cat. Du entscheidest für dich selbst. Ja. Na, wird sie uns helfen? Nicht! Du verstehst es nicht. Ich muss es tun. Und so endet die Geschichte. Ich würde gerne sagen, alles änderte sich. Dass sich die Arbeiter wütend erhoben und Reflection und das Konglomerat in Frage stellten. Aber es gab keinen Aufstand. Keine Proteste in den Straßen. Krugersek behielt die Kontrolle. Das Leben blieb, wie es war. Beinahe. Denn etwas hatte sich verändert. Wir hatten etwas begonnen. Und wir bringen es zu Ende. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade hart Gänsehaut. Ich auch. Das wird so gut weitergehen. Also, ehrlich gesagt, ich freue mich auf den zweiten Teil, falls der rauskommt. Auf den nächsten Teil, ja. Ja, wir haben jetzt natürlich die Hauptmission, die Nebenmission komplett außer Acht gelassen. Scheißegal. Aber ich glaube, den Großteil des Spiels hat man gesehen und die Hauptstory ist, glaube ich, hier ziemlich, ziemlich geil. Ja. Und... Hat Kruger jetzt überlebt oder nicht? Ich weiß es nicht. Man hat ihn im Heli ja nicht gesehen. Ja. Aber... Weiß nicht, sie hat ja ihm geholfen und weiß nicht, ich glaube, er ist einfach nur so... Pff, oder ist er auch runtergefallen?
Er wäre dann auch runtergefallen. Deshalb, ich glaube, sie tatsächlich sitzt im Heli und sie wird Kruger Sack übernehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen, vor allem bei den Emotionen, die sie uns eben gerade gegenüber gezeigt hat. Ja, aber die waren ja nicht ganz so eindeutig. Ja, aber weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie das so weitermachen würde. Naja, wir werden es auf jeden Fall im nächsten Teil herausfinden und den werden wir auf jeden Fall spielen. Ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Ja. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt nochmal durchlaufen. Schreibt vielleicht eure Meinung zu dem Spiel, zu uns, zu irgendwas. Gebt Vorschläge, was wir sonst noch zocken können, Let's Playen können. Oder wenn ihr sonst noch irgendwelche Vorschläge habt, gern damit in die Kommentare oder per Nachricht an uns. Und lasst ein Like da. Genau, lasst ein Like auch gern da. Wenn euch es nicht gefallen hat, könnt ihr auch gern disliken. Wir wollen nur gern Feedback haben. Ist für uns halt immer ganz cool zu sehen. Ja. Und ich freue mich auf das nächste Projekt, was Remember Me sein wird. Ja, und ich würde sagen, damit war es das von uns. Genau, wir lassen das jetzt noch durchlaufen. Haut da rein. Und ciao. Ciao, ciao.
Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Gabriel Kruger bekannt, der seit den jüngsten schrecklichen Ereignissen in Glass vermisst wird. Trotz ihrer Trauer um ihren Vater wird Isabel Kruger die Leitung von Kruger Tech übernehmen. Sie erklärte, sie freue sich auf die Herausforderung. Also, ich muss los. Deine Schwester leitet jetzt also Kruger Tech. Interessant. Plastik hat bei Kuma einen Durchbruch erzielt. Ich bin Anlass, um sich bei allen Mitarbeitern in Cascadia für die missglückte Reflection-Einführung zu entschuldigen und versprach eine umfassende Untersuchung. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Gabriel. Ich bin so froh, diesen Dreck los zu sein. Dafür bin ich dir ewig dankbar, Faith. Und? Was hast du als nächstes vor? Ich werde rennen. Da musst du wieder ziehen. Ja, cool, ist da. Robin. Nein. So, die fahren runter. Vielleicht mit Jumpen? Achso, nicht. Hätte erstmal den ziehen müssen, jetzt wäre das andere runter. Nee, das gleiche. Jetzt wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ja, das ist ja unendlich schwer. Man hört das ja sogar. Genau, und der bringt hier so noch durch. Jetzt musst du da nochmal. Ja, aber jetzt habe ich es hier nur kaputt gemacht. Warum komme ich da nicht an? Ich komme noch mit dem Greifhaken sonst zu weit. Das ist ein Irrtum. Wow. Warte einfach. Ich glaube, du kannst sogar so schnell rüber springen. Okay, jetzt oben an der Stange. Leer. Und einmal hoch. Sehr gut. Nice. Jetzt schnappen wir uns in eine Bahn und dann.